Moin Leute, Johnny von Fischerino wieder am Start. Ich habe euch was Cooles vom Westen mitgebracht. Es geht um Zangen, es geht um Scheren. Bleibt dran und schaut's euch an. So Leute, los geht's. Ich habe euch Zangen und Scheren vom Westen mitgebracht. Aus Dänemark, beste Qualität. Und da wollte ich euch direkt mal als erstes die Line Scissor vorstellen. Das ist eine Schere, schneidet Braid, also geflochtene Schnur, Mono und Fluorocarbon, wie Butter. Ich habe hier ein bisschen Schnur mitgebracht, das schneiden wir gleich mal und dann gucken wir uns das an. Direkt mal zu einer kleinen Besonderheit bei der Schere. Diese Gummigriffe an der Seite, die sind sehr flexibel. Jetzt denkt man sich, was ist das für ein Quatsch? Warum braucht man das? Erstens, wenn ihr eure Schere mit in eure Tackletasche lose drin liegen habt und die Kisten rutschen gegeneinander und es ist draußen sehr kalt, dann wird Plastik einfach sehr spröde und sehr brüchig. Dann kann es sein, oder wenn ihr sehr hohe Kraft aufwenden müsst, weil die Schere zum Beispiel mal etwas zuhängt und ihr drückt, oder irgendwas fällt gegen diese Schere, dass dieses Plastik bricht. Das ist hier nicht der Fall. Das ist super flexibel und da kann man trotzdem noch die Schere gut auf und zu machen. Und feiere ich absolut. Wir haben hier so einen Soft-Touch-Gummi. Lässt sich super gut greifen, auch wenn man mal Handschuhe trägt beim Angeln oder nasse Finger hat. Des Weiteren haben wir hinten noch so eine kleine Öse. Da kann man sich so einen, so einen Kabelzieher reinpacken, ähnlich wie man das von Checkkarten kennt, also Eintrittskarten oder für Schlüsselanhänger. Kann man sich die irgendwie aus einer Tackletasche festmachen und dann kann man mit dem Band einfach kurz schneiden und loslassen, dann rutscht das wieder nach oben. Gut, ich habe euch hier mal ein bisschen Schnur mitgebracht. Ich hoffe, die Kamera kann das gut einfangen. Also ich lasse die jetzt einfach mal locker hier hängen, ungestrafft, und schneide die hier mal in so kleine Stücke. Also da kann man wirklich kleinste Stücke von abtrennen. Das kann nicht jede Schere, die man so auf dem Markt findet. Die hat ja auch so eine leichte Rifflung. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfangen kann. Auf der anderen Seite ist sie dementsprechend glatt. Das heißt, sie greift die Schnur sehr gut, selbst wenn sie so locker hängt, und schneidet wirklich auch sehr, sehr dünne und sehr feine geflochtene, wie Butter. Ja gut, wer gut geflochtene schneidet, der schneidet auch gut Fluorocarbon. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Was ihr auf jeden Fall nicht machen solltet, ist mit den feinen Scheren Stahl oder Titan zu schneiden. Dafür haben wir andere Sachen, die zeige ich euch gleich auch. Gut, weiter geht's mit dem Power Cutter. Das wäre dann schon das Gerät, womit ihr auch mal ein Stück Stahl schneiden könnt, womit ihr ein Stück Titan klipsen könnt. Der ist hier hinten gesichert durch so einen Überwurf und dann ist er so ein bisschen spring assisted, das heißt, er federt gleich auf, sodass man sofort losschneiden kann, und er hat auch so eine kleine Kraftunterstützung. Damit könnt ihr auch wirklich mal einen dicken Drilling abtrennen, wenn zum Beispiel ein Hecht den tief im Schlund hängen hat, dann trennt ihr den ab und drückt den durch, weil ihr den Fisch zum Beispiel nicht vernünftig abhaken könnt oder wenn ihr euch mal selber gefangen habt. Kleine Anekdote, ich war mit meinem Kumpel Kai, liebe Grüße an der Stelle, zusammen im Bellyboot unterwegs und ich hatte einen Drilling im Daumen. Jetzt konnte ich ihn nicht durchschieben, also durchs Fleisch einfach durch und auf der anderen Seite abknipsen, sondern der hang unterm Nagel. Unmöglich, den jetzt irgendwie zu lösen, mit der Zange haben wir nicht rausgekriegt zu zweit. Hätte ich jetzt eine gute Zange dabei gehabt, um ihn abzuknipsen, hätte ich wenigstens entspannter zurück ans Ufer fahren können. Ja, so bin ich dann mit einem Wobbler am Daumen baumelnd zurückgepaddelt ans Ufer. Das war jetzt so semi-gut. Aber wir haben den Tag trotzdem noch gut zusammen rumgekriegt. Dafür bietet sich dieser Power Cutter halt super an. Das ist ein Chrom-Vanadium-Stahl. Das kennt ihr von Schraubenschlüsseln zum Beispiel. Also wirklich ein sehr hochfestes Material. Die sind alle Teflon beschichtet, bis auf die Schere. Da ist überall so ein Teflon-Coating drauf, damit das dementsprechend nicht rostet. Und das ist wirklich ein super Gerät, um auch dicken Stahl oder dicke Drähte einfach abzuknipsen. Natürlich auch ein Stahlverfach oder ein Titanverfach. So, weiter geht's. Wenn man dann mal einen Fisch gefangen hat, muss man den dementsprechend natürlich auch vernünftig und gut abhaken. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr einen Fisch gefangen habt, ihr habt ihn im Boot oder ihr habt ihn im Kescher und ihr müsst zu lange mit dem Fisch hantieren, weil ihr nicht das richtige Gerät habt, um eure Haken adäquat zu lösen. Damit kann man Abhilfe schaffen, indem man sich eine vernünftige Zange zulegt. Hier ist einmal die Unhooking Plier, also eine ganz normale Hakenlösezange. Die bietet sich jetzt an, so perfekt für Zander, ja, für den Barsch wäre sie jetzt schon ein bisschen überdimensioniert. Damit kriege ich auch einen kleinen Hecht gut verarztet. Gute Griffe unten, alles fest verklebt. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist alles in einer guten Qualität vom Westing geliefert worden. Ebenfalls wieder Teflon beschichtet. Hier haben wir einen ganz normalen Carbonstahl. Ein bisschen anders als bei dem Power Cutter. Unten sind wieder so kleine Löcher drin. Da kann man das auch festknoten, wenn man im Boot arbeitet oder im Belly. Damit man das hier nicht auf dem Grund irgendeines Baggersees versenkt. Hat man hier unten immer die Möglichkeit, ein Stück Schnur einzuknoten, Überhandknoten auf der anderen Seite, und dann verliert man das auch nicht.
Wenn es dann eine Nummer größer sein soll, und da denke ich so an die pelagischen Angler oder an die Big Bait Angler, dann ist hier so eine Jointed Zange, das heißt, die hat ein Gelenk oben und unten und damit kann ich halt eben auch sehr tief in einem Schlund von einem Hecht gut abhaken, weil sie halt eben nicht so breit aufgeht. Wenn ihr euch das mal anschaut, ich mache hier hinten wirklich nur kleine Bewegungen und vorne geht die Zange schon sehr weit auf. Das heißt, ich kann sehr tief hinten im Schlund, ich sag mal ähnlich wie ein Zahnarzt, hantieren und kann Haken lösen, kann die nach innen drücken und die dementsprechend aus dem Schlund lösen, falls mal ein Fisch etwas tiefer geschluckt hat. Hier hat sich Westin echt was einfallen lassen und hier eine super qualitativ hochwertige Zange rausgebracht, die gerade die pelagischen Angler ansprechen sollte oder die Big Bait Angler unter euch. Mein abschließendes Fazit zu den Zangen. So wie sie da stehen, mit dem neuen Dekor, was mit diesen unterschiedlich farbenen Griffen hier, kommen die Zangen super daher. Qualitativ und das Preis-Leistungs-Verhältnis passt auch. Und auf jeden Fall würde ich mir zulegen die Line Scissor, die werde ich mir auch auf jeden Fall noch zulegen. Und den Power Cutter. Einfach gerade auf dem Boot, man ist jetzt nicht so schnell vom Boot runter, dass man sich da irgendwie ins Krankenhaus begeben könnte. Wenn man da mal im Schlund festhängt an so einem Haken, dann kann man den einfach super adäquat damit lösen und einfach abkneifen. Einmal um den Fisch zu schonen und einmal um den Menschen mit dem Haken im Finger zu schonen. Und wie gesagt, Appell an die pelagischen Angler, holt euch diese Jointed Zange, die ist wirklich top dafür. Und so eine Hakenlösezange sollte definitiv jeder Angler dabei haben. Denkt an eure Fische, wir wollen die nicht verangeln, wir wollen die schnell wieder releasen und mit richtigem Werkzeug geht das umso schneller. Natürlich gibt es wie immer was zu verlosen. Ich habe euch, damit wir bei der Marke bleiben, ein kleines Westin-Paket zusammengepackt. Da gibt es einmal den Shetty Slim in der 14 cm Variante, jeweils zweimal in der 12 cm Variante und noch zwei kleine Shetties dabei. Des Weiteren gibt es noch eine Packung Creek Cross, habe ich ja letztens auch erst vorgestellt. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, zieht es euch auf jeden Fall rein. Meine Top-Krebse für den Winter und da war der hier auf Platz 1. Schaut es euch auf jeden Fall an und was müsst ihr machen, um das Paket zu gewinnen? Lasst uns auf jeden Fall ein Like da, abonniert unseren Kanal und schreibt uns ein schönes Kommentar, warum ihr auf jeden Fall das Westin-Paket gewinnen solltet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.